So, mit den Kopfsequenzen sind wir durch. Jetzt geht's weiter mit den Racern. Wahrscheinlich, ich bin ziemlich. Bin mir eigentlich fast sicher, dass wir durch sind heute. Auf jeden Fall machen wir jetzt mit den Racer-Events. Gut, dann fahren wir mal die Hetzjagd hier. Wir fahren natürlich die Need for Speed Edition. Glaube ich, pace-mäßig und so tut sich da nichts. Aber, naja, wir haben auf jeden Fall ein Turbo und wir haben zwei Störsender drin. Gut, das Event ist ja nicht sehr lang. Ich glaube, 3 Minuten, 13 Kilometer oder sowas sind das, glaube ich. So, dann wollen wir mal, dass wir das jetzt mal ohne Probleme durchkriegen. Da kann man auch keine, brauchen wir keine Zeit starten für. Dann holen wir mal ein Gegenverkehr durchschen. Oh, da steht 2 VGP. Verdächtiger fährt äußerst aggressiv. Ja, der eine hat auf jeden Fall schon mal so mitgenommen. Ich bin ein bisschen falsch im Winkel rein. Einer hätte ich schon gerne mehr mitgenommen. So, der hat ja, das war der erste, den ich von den beiden getroffen habe. In Richtung Taktik zurückfahren. So, noch 1,5 Kilometer. Wird leider auch wieder nur Bronze werden. So. Jawohl, Rang 12 auch bei den Cops. Bei den Racern, da gibt es natürlich jetzt neue Belohnung. So, gesetzloser 2 sind wir jetzt mittlerweile. Und dafür kriegen wir noch was Neues Schönes. Einmal eine Deutsch-Viper SAT 10 ACR.
Das zweite habe ich jetzt leider nicht gesehen. Na cool, wir haben hier nicht ein Iron auf Gold geschafft, aber wir haben. Es sind mehrere Vorschauen und Hetzjagden dabei. Also nichts Wichtiges. So, wir haben noch hier ein Rennen. Dann fahren wir das doch jetzt. Comeback Tour! So heißt das Rennen. So, mal gucken, was wir hinkriegen heute. Mal irgendwas auf Gold hinzu kriegen. Es sind diesmal nur Rennen. Es sind keine einzigen Kapseln, keine Verfolgungstechnologien. Keine Kapseln, gar nicht. So, wir haben sonst 8 Autos. Wir müssen Dritter werden, um das Ding zuzumachen. Naja, schauen wir mal. Gar nicht so gut rum. Der Glück hat, dass der mit reingeflogen ist. Ich glaube, das ist vor uns, oder? Das Ausbremsen, Idiot. Also, du bist Zweiter, machst einen kleinen Fehler, kommst allein an die Wand und bist von nichts wieder von 3 Leuten auf, bist weg. So, momentan führen wir einen Rennen. Letzter Kilometer noch. Endlich mal los auf Gold. Perfekt. Sehr schön gemacht. Comeback Tour auf Gold. Boah, Gott sei Dank. Na, können wir uns Gott sei Dank dann am Ende davor setzen.
Und den dann kassieren. So. Dann geht's jetzt weiter mit dem nächsten Teil. Ah, hier sind wir echt viel auf Gold, ne? Wenn ich ehrlich bin. Sind nicht einige auf Gold. Das Einzige, was wir hier nicht geschafft haben. Aber ist egal. Das haben wir ja auch schon durch. So, hier sind wir durch mit dem Event. Mit dem Teil. Hier haben wir noch ein Duell. Twin Turbo. So, was haben wir denn an schönes Auto, an schönen Autos hier? Wir haben schon mal nur den Bentley oder den McLaren. Dann nehme ich aber den McLaren. Dann nehme ich mir aber nur den McLaren auf jeden Fall. Ja, wichtig ist, dass wir das Ding hier schaffen, weil irgendwie, ich werde es nicht auf Gold hinkriegen. Aber selbst wenn wir Silber hinbekommen, wäre das Event als abgeschlossen. Oder gelte das Event als abgeschlossen. Wir sind jetzt eh nur noch, wir ziehen jetzt nur noch die Cop-Events durch. Wir dann mit den, die Race-Events durch. Weil die Cop-Events sind wir nämlich alle komplett durch. Jetzt. So, was haben wir hier? Bentley als Gegner. Ich denke, wenn wir den Bentley genommen hätten, wäre der mit dem McLaren gefahren. So, 16,100 Kilometer. So, das war mein Plan, jetzt ein bisschen wegzudrücken. Nein, mitzugehen, nach dem Motto, du. Boah, gesagt. Du machst mir nichts momentan. Ja, der zieht mit auf dem Stück hier. Ja, ich glaube, das ist gut. Oh, Glück gehabt. Da habe ich nicht Glück gehabt, dass er nicht an mir komplett weggezogen ist, weil ich habe da wieder ein bisschen weit rausgekommen. Und er auch. Er fährt dann in die Wand. Boah, der hat aber auch eine ordentliche Ladung da rausgehauen gerade. Jetzt glaube ich, dass er komplett das Ding weggeballert gerade. Muss ich wieder eingebaut haben. Das ist super klar. Ja, die Bette haben wir ja schon mal gefahren. Wir haben ja mal den Kopf, an meinem Kopf gegen die Kopf mal gefahren. Und kam damit echt gut zurecht, weil das Auto einfach nur ziemlich robust ist. Jetzt mal ein bisschen in den Windschatten zu gehen, dass ich A wieder ein bisschen rankomme und B das Nitro aufgefüllt bekomme. Vielleicht ist das am Ende das Entscheidende. Ja. Ja, geht. Ah, ich versuche ein bisschen wegzuhalten, warum oder nicht. Ich hab noch ein bisschen. So, 6 Kilometer noch. Und das ist wirklich ein hartes Duell hier gerade mit dem Kollegen. Danke, Lieben. Zack. Alles schön mitgegeben nochmal. Ja, der fährt natürlich auch so, dass er. Dass ich einen Fehler mache oder sowas, aber es ist. Na, ist immer noch dran. Gut, okay. Ja, ein bisschen komme ich jetzt hinweg. Noch gut 3 Kilometer. Aktueller Vorsprung 1,5. Nein, das war das klar. Da bin ich weit rausgekommen und bin dann in den Verkehr, in den Dings gerade, überweg.
So, 1,3 Kilometer. Wer wird's machen? Das war eigentlich vorbei und damit ist das Thema gegessen. Es war arschknapp, aber es ist auf Gold. Das zweite Event auf Gold, was wir heute hingekriegt haben. So. Zwei neue Belohnungen, jedenfalls neues Auto erstmal. Pagani Sonder Thinkwave Worldstar, nicht was Speed Edition. Und nochmal ein neues Auto. Wieder ein Pagani. Den normalen als Worldstar dann nochmal. Also nicht in die Speed Edition, sondern den stinknormalen. In Anführungszeichen normalen. Das Ding kostet 1,8 Millionen, das ist normal. So, wir machen heute Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder und dann geht es wieder nochmal weiter mit den Racern. Wir haben ja nicht mehr allzu viele Events, die wir zu fahren haben. Bis dann. Tschüss.